So, heute kommen wir zum Service des SPB 100, unser Saugwischer vom Akkusauger. Und jetzt ist es quasi so, dass nach einer Zeit von der Benutzung könnte es mal vorkommen, dass hier so ein bisschen was verstopft und man diese grünen Lippen hier abnehmen kann. Dazu drücken wir die in der Mitte so ein bisschen zusammen und ziehen dran. Dann kommt eine Seite raus und die andere tun wir dann auch einfach aushängen. So, an der einen Seite ist ein Haken, an der anderen zwei. Diese Striche gucken vom Saugwischer weg, damit man dann am Schluss wieder weiß, in welche Richtung die gehören. Jetzt kann man die reinigen, unten auch in der Mitte zusammendrücken und einfach aushängen. Alle reinigen, ganz normal, feucht und eben wieder trocken abwischen. Und dann setzt man diese zwei Haken zuerst wieder ein und danach den einen. Solche Geschichten hier kann man dann entweder so rausnehmen oder manchmal steckt ein bisschen was drin, dann zieht man das mit einem Zahnstocher oder so raus, das geht auch. Jetzt haben wir hier diese zwei Haken, die setzen wir ein. So. Und auf der anderen Seite ist es einer. Den drücken wir einfach so ein bisschen rein. Wieder so zusammendrücken. Und dann sitzt die drin. Toll. Vorführeffekt. So. Genau. Das war's schon.